So, hallo, wir machen weiter nach einem wunderschönen Puzzle-Level. Mit Infernum. Und das dürfte auch der letzte Part sein, den wir aufnehmen können. Dann müssen wir mal gucken, ob und wie sich wieder was ergibt. So, ich darf hier wahrscheinlich kein einziges Item einsammeln. Dann lasse ich doch aber erstmal die Federn da durchsegeln. Wenn es überhaupt geht. Nein. Also einfacher ist es, wenn du einfach weiterläufst. Ach, wenn der in der Pilz, in der Blume drin ist. Richtig. Ja, easy. Okay. Ja, das ist typisch. L. Ah, I see. Nein! Mach nicht diesen. Sind das eigentlich alles Röhren, die... Ja. Ja. Also im Prinzip könnten das auch ganz normale Power-Ups sein, die du einsammeln kannst. Aber ja. Nachdem es langweilig ist, 100 Mal in so eine Röhre reinzugehen, hat Job mir ASM geschrieben, dass die Power-Ups dich direkt töten. Ja, ist ja lang, ist ja spannender. Hä, wie? Ich drück doch schon L. Ah, ich muss nochmal L drücken. Verstehe. Mann! Ja, okay. Jetzt kommt erst der Con im Ausgang. Ja, aber es ist wieder die gleiche Frage, wohin sonst, ne? Okay, das Schlüsselloch ist real. Das da unten ist der Con im Ausgang. Richtig. Aber ich hätte doch jetzt auch hier hochgekonnt. Ach, komm! Ah, ich habe den Secret Exit gefunden. Ja, das hast du. Herzlichen Glückwunsch. Und dir steht es gleich offen, den Normal Exit zu spielen oder gleich das nächste Puzzle. Kein Puzzle, wir bleiben in dem Level. Außer du bezeichnest alle deine Level als Puzzle. Nein! Ich glaube auch, dass dir die Overworld-Musik gefallen wird, die du gleich hören wirst. Okay. Bin gespannt. So. Erstmal raus hier. Aber ich würde das Level schon weitermachen. Oh ja, Terranigma. Später. Terranigma immer gut. So, nein, Mann. Aber ich muss sagen, ich state mittlerweile schon wieder ziemlich viel. Also, puh. Das schon. Merk schon, wie ich wieder in diesem Modus gelandet bin. Ja, du möchtest ja keine 70 Parts oder so für das Projekt brauchen. Nee, aber ich werde halt immer bequemer, was das angeht. Sogar Revines sind jetzt schon wieder am Start. So, aber mein Gott, ist ja okay. So, jetzt darf ich wahrscheinlich nicht den anderen Weg gehen, weil da scheinbar irgendwas dann fehlt oder so. Keine Ahnung. Und du solltest etwas schneller unterwegs Weil der sein. Block sonst kaputt geht. Ups. Ich glaube, du hast hier gerade ein ganz schlechtes Timing erwischt. Geht aber noch, glaube ich.
mit ein bisschen Geschick. Mach's uns wieder richtig schwer einfach. Ach, mir gefällt der Loop in der Musik. Und übrigens kannst du den blauen Block auch links durchwerfen. Ja. Das war ja interessant. Okay, das sollte man eigentlich... Okay, Entschuldigung, das müssen wir schon ohne State machen. Das ist ja sonst kompletter... Nein! Na! Mann! So. Ihr State und jetzt Klappe. Was die States angeht. Einfach nur ausweichen. So, easy. Jetzt gibt's einen Peacewitz. Da wäre ein Mond gewesen. Yep. No! Lol, wie es einfach gleich einen zweiten gespawnt hat. Ach Gott, ach Gott! Wie wäre da los? Ja, natürlich. Was erwartest du von der letzten Welt? Wie letzte Welt? Das ist für die Any%-Route die letzte Welt. Ja, okay. Das war denkbar schlecht. Das auch. Sag mal, bin ich dumm? Du lernst doch wirklich nicht aus deinen Fehlern. So. Okay. Ah, der kommt immer. Da muss ich halt kurz ausweichen. So, eins. Darf Yoshi den essen? Das wirst du früh genug selbst rausfinden. Okay. Eins. Zwei. Geht mal davon aus, dass er den nicht essen darf. Weil kann ich den mit Yoshi essen? Nein, okay. Ich schätze, ich will ein kleines Yoshi haben. Mann! Ich glaube, du könntest sogar breaken. Na, wobei... Nein, nein. Hä? Oh, ja, das habe ich jetzt wieder gedrückt. Okay. Wie soll ich denn hier breaken? Also, das ist doch kompletter Quatsch. Nein, kannst du nicht. Ist totaler Quatsch. Hast du vollkommen recht. Konnte ich dich eigentlich nur anzweifeln. Sag mal, was drücke ich denn hier für einen Blödsinn? Ja, wie konnte ich dich eigentlich nur anzweifeln? So, zack. Der muss hoch. Also Yoshi darf den nicht essen. Alter! Yoshi darf den safe nicht essen. Ich muss den immer zurückstupsen. Und dann fällt Yoshi runter und dann habe ich verhindert, dass er den isst. Richtig. Und ich muss mit Yoshi was anderes essen, nämlich den Pilz da drüben, der im Weg ist oder so. Keine Ahnung. Nee, musst du nicht. Okay. Na, jedenfalls muss Yoshi er immer wieder zurück. Yoshi bleibt den ganzen Raum über klein. Oh, okay. Dann brauche ich Yoshi für Blöcke und so Zeug. Ja, aber Moment. Hä? Ach so. Wow. Tschüss. Oh. Ja, moin. Das ist jetzt schlecht. Ja, das ist richtig schlecht. Hä, wieso? Hä, ich bin schon wieder lost. Wie kriege ich den denn dann aus dem Weg? Conan, das Puzzle, das löst du bitte selber, ja? Ich möchte dir da jetzt wirklich nicht die Anleitung zu geben. Ja, ich überlege ja schon.
Alter Yoshi. Was machst du denn da? Ach so! Ja, okay. Na, hüpf doch! Ach, Alter. Wieso hüpft... Hä? Nein! Geht doch. Ja, so schwer ist das doch gar nicht. Schwierig erst recht nicht. Hoch! Ach so, die bleiben da liegen. Ups. Die da nicht. Ja, moin. Und ich habe nur einen Versuch. Gut, ich habe mehr wegen Save, aber naja. Das ist eine andere Geschichte. Hä? Ich dachte. Ach so, nee, ich muss den so und dann wieder fangen. Ups. Psst. Ah, ich muss hochspringen. Wie hat das gerade gemacht? So. Rechte Timing. Ne, es haut nicht hin. Ach komm. Nein! Ja, Ansatz her schon mal ganz gut. Der muss sofort zurückfahren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Hä? Friss nicht die Blume. Wahrscheinlich kann man den auch wieder offscrollen oder so, wenn der mal den losschickt. Keine Ahnung. Wenn du sagst, mehrere Möglichkeiten. Scrolling könnte eine sein. Alter! Wo sind... Ich drück mich doch noch eigentlich nach links. Jetzt! Oh mein Gott. Nein! Den habe ich nicht gesehen. Gut, dass du Safe States hast. Ja. Okay. So, jetzt kriegt Yoshi sein Futter. Ich glaube, Yoshi will das nicht. Aber ich meine, ich komme eher am Ende nur durch die kleine Tür. Also selbst wenn Yoshi jetzt groß würde, dürfte eigentlich nicht schlimm dran sein. Erstmal grundsätzlich. Ich meine, vielleicht kann ich dann irgendwas nicht mehr machen, aber grundsätzlich dürfte erstmal nichts schlimm dran sein. Wieso kann ich eigentlich nicht... Achso, weil ich durch die kleine Tür will. Ja, stimmt, Yoshi muss die essen. Aber Yoshi kann nur eine Sache essen, hä? Ja. Oh, keine Röhre. Ach, scheiße. Nee, ich wollte nicht springen. Wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Ah, mit dem kann ich mich treffen lassen. Ich Trottel. Natürlich. Easy. Moment, aber ich muss ja zwei Pilze dann gleich wegfuttern. Kollege! Lebe noch! Nein! Wait, ich bin klein, passt ja alles. Was will ich denn? Ups. Stopp! Das war schlecht. Das war denkbar schlecht reagiert. Ungefähr so gut wie eine tote Katze. Okay. Ja, gut, okay. Das ist tatsächlich eine... Weißt du, eigentlich soll man da nach rechts laufen.
ohne die Disco-Shell zu töten, aber die Disco-Shell zu töten ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, wie sonst? Nee, ist schon richtig, was du machst. Also, du hättest auch einfach direkt nach rechts laufen können, will ich sagen, und nicht die Notenblöcke anspringen. Ach so, okay. Dann geht die Disco-Shell quasi auch direkt nach rechts. Aber wofür sind die denn da? Dann mach die doch weg. Tatsächlich eine gute Frage. Wahrscheinlich, damit man die Shell nicht wegnehmen kann, bevor die Disco-Gruppe reinläuft. Die waren für mich halt eindeutig so, hey, ich muss die auslösen. Dann kommt halt noch eine Lare Invisible-Blöcke unter die Invisible-Blöcke. Sehr gut. So, Fatum Damnati oder Villa Infinita. Nee, Villa Infinita klingt cool. Das machen wir jetzt mal noch nicht. Das hebe ich mir noch auf. Villa Infinita wäre wahrscheinlich das bessere Level. Okay, dann machen wir wieder Infinita. Das klingt nach irgendwas unendlich. Richtig. Das ist auch gar nicht mal so das schlimme Puzzle. Ah, da darf ich jetzt beides noch nicht. Ja, nee. Muss direkt auf den drauf. Die Reaktionsstarts. So. Oh nee, Scrolling. Was ist das denn? Tötet mich das? Wahrscheinlich. Ein Feuer ist lieb. Okay. Schon mal deine Hand ins Feuer gehalten, tut überhaupt nicht weh. Klar, ständig. Aua. Aber es ist ja auch blaues Feuer. Blaues Feuer ist lieb. Es ist kalt. Stacheln sind übrigens niemals lieb. Gerne den Pilz komme ich nicht ran. Nee. Noch nicht. Mach mal schnell, Conan. Du stirbst. Ich hab nie auf die Zahl. Was? Wo kommt denn die her? Okay, ich muss da rein. Deswegen ist das Hut ja auch an. Eines der wenigen Level, wo du mal oben die Zeit laufen sehen jetzt kannst. Jetzt geht's in die andere Richtung. Okay. Also muss ich da hoch. Gut. Ah, doch. Passt. Also wir wechseln jetzt die ganze Zeit hin und her und machen immer irgendwas Neues. Richtig, und so ist schon schlecht. Habe ich schon wieder was verpasst? Ja, hast du. Mist. Ist da einer da unten entlang gesaust? Ah, oh ja, moin, den habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich sinnvoll, das nicht. Ach komm, ich kann mir... Oh, meine Konzentration, ne? Wahnsinn. Ja, aber wie... Ach so, jetzt muss ich so durch die Röhre zurück. Den Kind muss ich... Ah nee, ich kann den Block nehmen, oder was? Soll ich den Block in der Zeit... Nee, schaffe ich nicht, oder? Nee, niemals. So rum. Ja, verstanden. Und jetzt kann ich mit dem Block... Da nicht. Ah, ich kann das Ding hier auslösen. Ja, das muss ich erstmal reinladen. Okay. Da hätte ich nicht so bald nehmen dürfen. Aber wenn die kommen, ist es spätestens der Punkt, wo ich nehmen muss. Richtig, ja. Ah, also. Niemand die Steuerung nicht kennt, denkt der, wieso springt der da rein? Ach. Okay, jetzt gehen wir wieder durch die Röhre. Jetzt holen wir uns das Springboard runter. Das war schlecht. Und dann geht's da hoch. Okay, zu der anderen Röhre. Halleijai. Könnte ich aber auch mit dem P-Switch und dem P-Jump machen. Ja, mach doch. Weiß gar nicht, ob das hoch genug wäre.
Ist ja schon wieder kacke, ich bin ja schon wieder weg. Mann, oh mein Gott, ich bin blöd. Du bist langsam vor allem. Ich möchte fast meinen, du wärst so ein 30 Jahre alter Boomer. Willst jetzt zwei oder drei Mal mit dem P-Switch probieren? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist zu hoch. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Okay. Nein, danke. Ups. So. Nein! Nicht so. Immer noch viel zu langsam. Mist. Ah, ich check's. Nein, nicht so. Nein. Mann. Ich will doch den normalen Sprung. Mann. Mario, ich will keinen normalen Sprung. Mach einen Drehsprung hoch. Mach's auch etwas komplizierter als notwendig, aber gut. Yes, yes, nein. That's was it. Ja, wahrscheinlich habe ich genug Zeit, wenn ich ihn rechtzeitig runterfallen lasse. Ja, ist okay. Na also. Schwere Geburt. So ist übrigens schlecht. Hä? Und du solltest in die Röhre rein. Ja, ich... wo bin ich? Hä? Ja, schon zu weit. Ich fall nicht runter. Weil du wahrscheinlich zu weit nach links springst. Ah, jetzt. Oh, ich darf da noch nicht rein, oder was? Oh, ich muss den Pilz holen. Ganz schweres Puzzle. I see. Okay. Aua, Hilfe. Das ist der Conan-Ausgang. Nee, das ist der richtige Ausgang. Okay. Aber den kann ich noch gar nicht betreten. Okay. Hä, aber... Ach, jetzt ist gar keine Zeit mehr. Ah, ich wollte schon sagen, irgendwas fehlt da. Nein, ich will die mitnehmen. Die brauche ich doch safe. Plötzlich Kaiser. Man möchte meinen, du spielst dein Kaiser-Hack hier. Ja, gut, Kaiser-Light, ja, ist richtig. Habe ich schon wieder verdrängt. Weil der Hack eigentlich viel zu einfach ist. Warum nutzt du eigentlich Save States? Mensch, Conan. Oh Gott. Oh. Ach, die Level ist... Dumme Stachelmann. Ja, und das Level ist immer noch angenehmer als Fatum Damnati, was du eigentlich spielen wolltest. Okay. Außerdem ist Fatum Damnati sehr plotrelevant. Das Level, was darauf folgt, müsstest du dann eigentlich im gleichen Part spielen. Okay. Also jetzt begleite ich den die ganze Zeit. Richtig. Oh Gott. Oi. So.
Ah, ich hätte die Blumen. Oh, nee. Okay, ich verstehe. Macht's nur leider nicht besser. Okay, zack, rüber. Jetzt noch ein Stück schneller sein und alles ist gut. Na, ich glaube, ich muss den vorher mitnehmen, die Blume. Du kannst übrigens auch kleine Sprünge auf den Ewis machen, das würde auch nochmal Dinge verändern. Das ist korrekt. Oh, optimal. Wofür sind die Münzen? Die Röcke. Ja, und das R, das ich da einfach in die Gegend gepinselt habe, was Colin natürlich wieder einfach ignoriert. Was denn? Da ist ein... Oh Gott, okay. Bei den Turnblocks war ein R, nicht umsonst. Ach, ekelhaft. Richtungen scrollen, ganz, ganz schlimm. Okay. Wir sind gleich wieder am Anfang vom Level, wenn du so rewindest. Ja, ich muss ja rewinden. Junge, ich drück doch die dumme Taste. Oh mein Gott. Du musst die anderen Tasten währenddessen loslassen. Ja, tu ich eigentlich. Oh Gott, ich... Ganz schön anspruchsvoll. Nee, das ist Problem. Nee, das ist nicht das Problem. Sondern... Ich glaube, so direkt nach der Schule bin ich einfach ausgelaugt. Hilfe. Ich habe so diesen leichten, kurzzeitigen Sekundenschlaf. Also nicht Sekunden, das sind eher noch Millisekunden. Aber ich merke, wie mir manchmal die Augen zufallen. Ah. Dann ist ja gut, wenn wir hier nach aufhören mit der Aufnahme und du dann am Wochenende ganz gechillt alleine weiterspielst. Oh no. Wenn die Level so bleiben, brauche ich dich definitiv. Hilfe. Ah, immerhin hast du bald alle Puzzle-Level durch. Aha. Okay. Oh mein Gott. Nein, ich nehme am Wochenende ein bisschen I Wanna Maker auf. Da gibt es auch einige Sachen, die ich noch spielen will. Das passt schon. Mario Maker und Item Abuse, bitte. Nee. Also Mario Maker vielleicht könnte ich mir überlegen, aber vor allem I Wanna Maker. Da gibt es noch einige Level von. Echo, wie heißt der Typ? Echo Mask? Oh Gott, ich habe Namen. Ich kann mir Namen nicht merken. Man kennt nicht mal seine Zuschauer. Ich kann mir einfach Namen nicht merken. Es ist furchtbar. Ich glaube, Echo Mask müsste heißen oder anderes Erik. Alter, bin ich denn dumm? Es gibt doch nicht diese blöden Stacheln. Mein Gott. Danke. Oh, man muss nur schimpfen immer. Ja, schade, dass du es trotzdem schon verkackt hast, aber egal. Was? Was habe ich jetzt wieder gemacht? Finde es heraus. Oh nee, ich hätte irgendwo Münzen wegnehmen sollen oder sowas. Jetzt safe irgendwo Münzen wegnehmen sollen. Aber wir müssen gucken, wo. Hä?
Oh, das ist jetzt schlecht. Was habe ich? Habe ich da mehr weggenommen als nötig? Hä, bin ich dumm? Oder was ist da passiert? Nein, der Hack ist einfach nur schlecht designt und nicht getestet und deswegen kommst du da nicht. Nein, da muss ja ein Grund sein. Ich check's noch nicht. Ja, also gut, dann nochmal Reset. Ach, scheiße. Wo ist jetzt diese Taste zum Scrollen? Alter, ich bin so doof. Holy shit, mein... Bist du einfach nur müde? Ja, das ist schlimm. Ah, so, zack. Mit dem Zustand dann erstmal gleich die 7. Klasse Schulaufgabe weiter korrigieren. So, nee. Hilfe. Ach, jetzt schmeiß es doch hoch. Ich kann das doch. Mann. Hilfe. So, zack. Nein! Da ist die Taste. Aber das Puzzle hat mich auch zusätzlich ausgelaugt. Also das... Anfangs ging es ja noch. Die ganzen ersten Level war ja alles noch nicht so von dieser... dieses Müdigkeitsgefühl. Aber jetzt diese 45 Minuten, dieses komische Puzzle, uff. Was heißt denn hier komisches Puzzle? Zu großes Puzzle. Wenn du einfach nur nicht siehst, dass du die Shell auf den Block vom P-Switch legen musst. Danach war das Level ja schnell durch, dann hat es keine 3 Minuten mehr gedauert. Ja, aber auf solche Ideen komme ich doch nicht. Ach komm schon! Genau. Junge. Ei, werd verrückt. Ja, super. Aber jetzt check ich, da ist ein P-Switch und die bringen dann den Dings runter. Nee, den Key. Das ist korrekt. Und hier sind auch wieder... Gut. Ach! Come on! Ich gebe zu, diese Münze ist schon ein bisschen gemein. Bisschen? Ich hätte überhaupt nicht begriffen, dass da jemals eine Münze war, wenn ich das jetzt allein gespielt hätte. Oh, verdammt. Hättest du es ohne Save States gespielt, dann hättest du es früher oder später begreifen müssen. Das ist natürlich richtig. Oh Gott, ey. Die macht man nicht mal absichtlich weg, die ist wahrscheinlich einfach so halt, keine Ahnung, gezielt habe ich die nicht angesprungen. Nein, ich habe nicht gesk... ich hasse alles! Das ist nicht das... Nein! Das reicht nicht. Komm schon! Yes, es reicht! Easy. Erstmal Adrenalinkick hier. Wenn der Hack noch nicht schwer genug ist, einfach nur die schwierigsten States hier mit reinladen. Richtig. Sonst wäre der Hack auch langweilig. Ich hab's doch gerade gehabt, wie habe ich das gemacht? Hilfe. No. Das sieht nicht aus, so. Hä? Ich hab's doch gerade gehabt, wieso. Ah! Gott, das ist ja richtig komisch. Alter, wie mache ich das, wenn es funktioniert? Was ist das für eine Magie? Ach nee. Oh! Du solltest mal mehr Kaizo Hard Hacks spielen, dann. Nee, ich will sowas nie wieder spielen. Ich will sowas nie wieder spielen und ich weiß auch genau wieder warum.
Das ist ja schon sehr für ein Cruella 2 Let's Play. Nee. Spulk hat es auch geschafft. Das hier ist ja alles noch im Rahmen, aber sowas wie Inferi, Cruella, keine Ahnung. Da bin ich so raus. Aber du warst schon mal drin, das heißt, ja, du schaffst es locker auch wieder reinzukommen. Nee. Das ist. Mir hat dein Puzzle gerade schon gereicht. Ja, du hast ja dann auch HF mit dabei und der kennt sich ja richtig gut aus. Und bei HF steht. Viel besser als ich. Bei HF steht ja auch noch sein ein Screen komischer Puzzle-Dings an. Ich weiß nicht, ob ich das spielen will, aber ich hab's im Moment in Planung. Ob ich das möchte, ist eine andere Frage. Oh Gott, ey. Jetzt hoffe ich mal, dass das zeitlich passt, weil ich muss ihn ja hier drücken. Jetzt muss ich bis das nach, passt. Bis nach das vorne. Ist kein Problem. Okay. Wenn du das sagst, leitende Arbeit, dann passt das. Was lag denn da am Anfang für ein Item? Ja, aber ich meine, ob man zeitlich halt da hinkommt, das war die Frage. Dass da der Schlüssel runterfällt, habe ich schon verstanden. Na also. Ach so! Ich muss gar nicht in den. Aber ich dachte, ich muss in den. Der fällt jetzt. Also, der ist jetzt schon runtergefallen und ich muss das gar nicht. Key ist ein Permanent Sprite. Ja, okay. Dann passiert das auch, ohne dass ich hingucke. Weißt du, auch wenn du in Ferien nicht mehr spielen willst, vielleicht solltest du dir die alten Aufnahmen mal anschauen. Oh, nee. So. Oh mein Gott, ey! Ich krieg zu viel. Das ist alles die Konzept. Oh, stopp doch, ich muss da runter. Ich muss hier. Da unten ist mein Taxi. Taxi! Okay, nein. Taxi. Oh. Alter, es sieht so aus, als ob ich noch nie das Spiel gespielt hätte. Gott, ist das gerade. So. Oh! Gott! Oh mein Gott. Du brauchst mehr Übung. So, was haben wir da? Alles klar. Okay. Uiuiuiui. Ich hoffe, der Schwierigkeitsgrad wird nicht noch mehr. Uff. Das war jetzt echt nicht schwierig. Es geht. Es geht. Da aber ich glaube, ich. Schlimmere Level. Also Fatum Damnati, war nicht die vor, ist sehr schwierig. Okay. Spiel vielleicht erstmal die anderen beiden Welten zur Verfügung hast. Ich spiele sowieso nur, wenn du dabei bist. Oh, das werden wir sehen. Das kriegen wir hin. Uff, okay. Nur falls endet das Projekt jetzt nach 7 Parts oder so. Nee, enden tut's nicht. Wir haben ja irgendwann finden wir immer eine Zeit. Ach. Trau dich ruhig mal alleine ran. Wie gesagt, so schnell kommt kein Puzzle mehr. Okay, alles klar. Ja, dann erstmal danke fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau.